Ja, dann such mal weiter. Munition, hier. Danke. Einmal. Gott, ey, diese blöden Geister. Wo ist denn die? Da hinten. Die ist böse. Die ist sehr böse. Die stirbt nicht. Die hat voll viel HP. Dann gibst du mir doch. Danke. Lad nach, lad nach, lad nach. Mehr habe ich im Moment nicht. Das ist echt beschissen. Bam! Gefällt mir gar nicht, die blöde Tussi hier. Hopp! Oh, verdammt, das ist gerade geduckt hier. Und jetzt die Geisterschlampe. Oh, da ist er. Das war's. Wuhu! Ach, damit sterben dann auch die ganzen Typen. Brauchen wir Geld? Oh ja, brauchen wir. Was eine dumme Frage, ey. Natürlich brauchen wir Geld. Geld! Ne, doch nicht Geld. Kein Geld? Wie, kein Geld? Verarsch mich doch nicht. Ich will Geld haben. Kein Geld, kein Geld. Kann man nicht ausbeuten, die Dinger. Ah, Munition. Sehr schön. Einmal. Zweimal. Dreimal. Munition. Warum kann man die ganzen Kassen nicht ausplündern? Da liegt Geld rum. Salz ist voll. Wie zum dritten Mal schon. Ja. Bank des Propheten. Dollarbill. Was hast denn du so? Nichts Interessantes. Kannst du voll abhaken. Dafür verschwenden wir unser Geld nicht. Wenn sie über Barschaft verfügen, willst du mich verarschen. Ich bin reicher als der Prophet, Mann. Da oben ist noch eine Tür offen. Ich hab's genau gesehen. Hey, die haben doch gar nicht umgebracht. Ach, das ist die Tür. Okay, da waren wir. Jetzt ist die Tür da offen. Sehr interessant. Für zum Beispiel vorab speichern oder so, dass wir schnell irgendwo ran können. Ah ja. Gut, Bereich verlassen. Jawohl. Bam. Ach, das war's schon, oder was? Wir sind jetzt wieder zurückgekommen. Oh, wie blöd. Hab gedacht, dass mir jetzt irgendwie die Großbank da ausrauben kann. Aber nein. Ach genau, wir waren ja hier drin. Ich erinnere mich. Mit den drei Dingern da. Da blinkt's noch. Oh. Geld. Ich sehe nichts. Ach, da. Ach du Scheiße, warum brennen die denn hier alle? Wir haben einen Scharfschützen, ich höre ihn. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ah ne, das ist wahrscheinlich einfach nur das Geräusch. Oh. Wo denn? Ach so, hier entlang, gut. Kann ich sehen, wo es lang geht. Ich springe jetzt einfach mal hier runter, damit ich sehen kann, wo es lang geht. Hier entlang runter, okay. Ba, 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 da. Weil ich jetzt immer noch nicht, wo es lang geht. Gleich hier runter, hä? Nein. Oh Mann, oh, komm, verarsch mich doch nicht. Für der Pfeil. Dann springen wir halt mal hier hin.
und gehen erstmal einkaufen. Komm, mal für Waffen gucken. Schadensboost, schnelleres Nachladen. Schadensboost 2 fürs Scharfschützengewehr, weniger Rückstoß. Wir können uns eigentlich fast alles hier leisten. Wir können uns alles leisten. So, und das hier ist doch eigentlich für Fähigkeiten. Oh ja. Das billige Ladung und Soghilfe. Erhöht die Dauer. Oh ja. Ding! Billiger Versand. Was ist das? Erhöht die Schilddauer und verringert die Salzkosten. Vielleicht die Fähigkeit, die gerichtete Munition zu absorbieren und einzusammeln. Ja. Warum nicht? Ladung Boost, Sog Boost, Sog Hilfe. Beherrschung billiger ist natürlich auch einiges besser. So, jetzt geht uns langsam das Geld aus. Ja genau, jetzt gehen wir nochmal raus. Machen nochmal hier irgendwas. Moment. Mehr Munition, Schadenboost. Da! So, weil wir so viel Geld haben, machen wir einfach jetzt hier nochmal von dem von der Schrotflinte das Ding. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Auf jeden Fall. Danke. Ah ja, jetzt zeigt er uns die andere Richtung an. Ach, da sind die Fußspuren. Die hab ich gerade gesucht. Bam, 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 bam. Es ruckelt gerade. Was soll der Scheiß? Warum ruckelt es? Verarschen kann ich mich selbst? Hallo! Moment. So. Nicht, dass sie schon wieder Scharfschützen sind. Es ruckelt trotzdem immer weiter. Wieso ruckelt das? Was soll denn der Dreck? Reicht doch. Hallo, 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 es reicht. Was ist denn hier los? Scheiß Raps, ey. Ich krieg langsam hier einen Ausraster. Mich nervt das. Das nervt mich wirklich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mich das nervt, gell? Hab ich da gerade irgendwas gehört? So, da hoch. Oh mein Gott, das kann ich so nicht lassen. Das ist grausam. Wartet mal. So, ich probiere es jetzt mal weiter. Es fängt direkt wieder an zu ruckeln. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Ich starte Fraps und direkt geht's los. Das ist so grausam, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ohne Fraps rein, gar nichts an Ruckeln oder sonstiges. Mit Fraps totale tote Hose. Absoluter Scheißdreck. Das ist unmöglich, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich mal ein anderes Programm benutzen soll. Wo ist es? Ach, da. Das nervt euch, das nervt mich, das ist einfach grausam. Da, wo müssen wir denn hin? Verarscht ihr uns? Hallo Fußspuren. Müssen wir jetzt wieder zurück zum Grab oder was? Was ist denn? Hallo? Komm, da hätten wir auch die andere Richtung gehen können, du blöde Schlampe, Mann. Jetzt mal ganz ehrlich, ey, mich regt jetzt auf. Hier waren wir schon. Oh. Nein, du wirst sterben. Bam! Bam! Mann, ihr seid echt gut, Jungs. Ihr habt's echt nicht drauf, Mann. Ganz ehrlich, guck mal hier. Alle mit Handy weggeballert. Ja gut, der eine nicht, den hier. Ich kann sagen, hat hier keiner Geld dabei? Geld? Kriegst du es auf? Sieht einfach aus. Natürlich kriegt ihr es auf, hallo? Bitte. Danke. Hallo!
Oh. Was ist das denn hier? Das ist der letzte Riss auf jeden Fall, aber gefallen tut er mir nicht. Ich muss erstmal ein bisschen umgucken. Ah, guck mal hier. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Ach so, die ist fertig. Okay. Oder nicht mehr vorhanden. Was ist das? Ach, guck mal hier, die ist gut. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Aha, also die sind beim Experiment, die sind voll schief gegangen. Du Hure! Du Hure! Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse. Ich sehe sie nur nicht. Und Madame Lutez? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Pasta! Ich will, dass sie verschwindet! Ho! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Ich verstehe nicht, wie es... Warum schicken uns die Zwillinge auf die Suche nach drei Wahrheiten? Waren die Risse verbunden durch ein Quantenfeld? Oder waren ich schwappel irgendwas rum, schau das. Elizabeth. Da. Sie wollten, dass du sie verstehst. Hm. Wer? Du meinst meine... Oh. Ah! Ha! Okay. Oh. Oh oh. Na gut, wir können jetzt sowieso zum Kampfstarkhaus zurück. Wir hören dabei da das Lock an. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das... Ein Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Papa, pa, 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 pa. Gib mir lieber Geld, anstatt hier essen. Genau. Oh. Was ist denn jetzt los? Oh! Oh ja, das ist wirklich sehr viel länger, wie die hier rumsputzeln. Ja, dann such auch! Munition, hier! Danke! Bam! Boah, die sind hier überall, die Mistviecher. Oh yeah! Komm, wir brutzeln die jetzt alle mal, dann können wir den nämlich hier kurz mal... Ich will mich nämlich auf den scheiß Geist konzentrieren.